Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Werkstattvideo der Firma Heisel und Heiner. Wir haben ja ein Wohnmobil, bei dem haben wir heute eine E&P Hubstützenanlage nachgerüstet und ich zeige euch einmal, wie es funktioniert. Jetzt einmal zu den Fakten. Die Hubstützenanlage gibt es von 3,5 bis 22 Tonnen, einbaubar in jedes Wohnmobil. Teilweise ist sogar der Einbau in Wohnwagen möglich. Jeder Camper kennt das, der mit einem Wohnmobil durch die Gegend fährt. Bei schlechtem Wetter muss man auf die Auffahrkeile fahren, damit das Auto gerade steht, damit man vernünftig schlafen kann, damit die Getränke gerade auf dem Tisch stehen. Es ist so nervig, die richtige Position zu erwischen. Und aus diesem Grunde haben wir hier in dieses Fahrzeug zum Beispiel eine Hubstützenanlage eingebaut. Bei diesem Modell ist ein wenig Komfort gefragt. Eine Fernbedienung haben wir hier an die Tür gesetzt. Man drückt ein Knöpfchen und dann fährt das Auto schon in seine gewünschte Position. So, wir befinden uns jetzt hier in der Nachrüstung und schauen uns einmal gemeinsam die Komponenten an, die wir für den Einbau benötigen. Gleich hier vorne haben wir die Stützen für die Montage unter dem Fahrzeugheck. Und so schaut das Ganze aus. Gehen wir doch direkt weiter zu den Stützen für die Fahrzeugfront. Das Besondere ist hier, dass wir noch entsprechende Halterungen mit dabei haben, die wir gleich noch unter dem Fahrzeug gemeinsam positionieren werden. Hier vorne natürlich unschwer erkennbar der Motor mit der entsprechenden Hydraulikeinheit. Und nun schauen wir uns doch einmal gemeinsam die Positionierung der einzelnen Komponenten am Fahrzeug an und gehen hierfür unters Wohnmobil. Mit unserem Monteur, dem Alexander, platzieren wir nun die Stützen für den Fahrzeugheckbereich, angefangen hinten links. Wir halten die Stützen nur einmal für euch dran, später werden die einzelnen Komponenten auch tatsächlich dann an der angezeigten Stelle verbaut. Anschließend zeigen wir euch die Positionierung der Stütze an der rechten Seite des Hecks. Die wird dann immer analog zu den anderen Stützen, in unserem Beispiel analog zur linken Heckseite montiert. Nun die Besonderheit der Trägermontage für die Fahrzeugfront. Hier ist die Schwierigkeit, die Stützen und die Träger auf der rechten Seite unter Berücksichtigung der Abgasanlage und auf der linken Seite um einen Kabelverlauf herum zu positionieren. Die Montage des Motors mit Hydraulikeinheit erfolgt ebenfalls unter dem Fahrzeug und wird nach erfolgter Anbringung und Verkabelung mit den einzelnen Stützen durch einen separaten Kasten geschützt werden. Wir sind jetzt gedanklich auf unserem Stellplatz angekommen, haben das Fahrzeug in seine Lücke eingewiesen und positioniert. Wir meinen, wir möchten gerne so stehen. Das Fahrzeug steht ein wenig schief. Und jetzt benutzen wir unsere Hubstützenanlage. Hier ist die Fernbedienung. Wir drücken auf ein. Sagen automatisch und jetzt hört man es im Hintergrund schon arbeiten. Der Vorgang dauert jetzt 30 bis 45 Sekunden, manchmal bis zu einer Minute, bis das Fahrzeug in der waagerechten steht und man kann den Urlaub beginnen. Solange nun die Hubstützenanlage arbeitet, hier noch ein paar nützliche Informationen. Wir haben bei der Hubstützenanlage eine automatische Nivellierung eingebaut. Das bedeutet eine Kombination aus elektronischer Wasserwaage im Steuergerät und Programmiereinstellung auf Kundenwunsch. Das heißt, der Kunde kann anhand der Fernbedienung bzw. anhand des Bedienteils einstellen, was für ihn genau gerade bedeutet und das Fahrzeug entsprechend einstellen. Da viele Wohnmobile in der Gewichtsklasse um 3,5 Tonnen ein Gewichtsproblem haben, sollte man im Vorhinein wissen, dass das Gewicht der Hubstützenanlage im eingebauten Zustand ungefähr 60 Kilogramm ausmacht. Was ebenfalls interessant ist, die Stützen können auch paarweise und zwar bedarfsgerecht angesteuert werden. Es gibt seltene Fälle, in denen das Fahrzeug von Grund auf so schief steht, dass ein manuelles Nachsteuern erforderlich ist. Aber wenn es erforderlich ist, können wir auch hier eingreifen. So, der Vorgang ist jetzt abgeschlossen. Ich hatte vorhin eine Wasserwaage in dem Fahrzeug installiert. Dann wollen wir mal schauen, wie gerade das Fahrzeug jetzt steht. So, hier in der Tür ist die Wasserwaage. Einmal ein Blick drauf. Das Fahrzeug steht perfekt gerade. Wir sind jetzt an der Entsorgungsstation, möchten das Grauwasser ablassen. Um auch die restlichen Dreckstücke noch mit aus dem Tank zu machen, stellen wir gleich das Auto schief. Dafür nehmen wir wieder unsere Fernbedienung, schalten sie ein und gehen auf die Tankposition und fahren die rechte Seite hoch.
Nun öffnen wir das Grauwasserventil und das komplette Schmutzwasser kann so in der Entsorgungsstation entsorgt werden. Dies war jetzt der Einbau und die Funktionsweise einer Hubstützenanlage. Für weitere spannende Videos aus unserem Werkstattleben schaut doch bitte bei YouTube rein, auf unserem Instagram-Kanal oder auf Facebook. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.